Teil 5 von Der Selbstmordverein. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Stefanie König. Der Selbstmordverein von Franziska Gräfin zu Reventlow. Teil 5. Henning Senior ließ sich ohne viel Widerstand bereden, seinen Aufenthalt länger auszudehnen, als er ursprünglich beabsichtigt hatte, sah sich während dieser Zeit das Leben seines Sohnes näher an, lernte dessen Bekannte kennen und erwog skeptisch und ein wenig mutlos die Chancen, die sich für seine Zukunft aufstellen ließen. Dass er hier als Vater vor einer schwer lösbaren Aufgabe stand, war ihm von vornherein klar. Man konnte dem Schicksal, wie es sich nun einmal entwickelt hatte, nicht in die Speichen fallen und weder die ungünstig gewordenen äußeren Verhältnisse ändern, noch den Charakter des Sohnes nachträglich auf sie zuschneiden. Man hatte ihn zum Grand Seigneur erzogen, und das war wohl der einzige Beruf, der sich mit seinen Neigungen und Anlagen deckte. Aber auch nur, solange er ihn lässig und dilettantisch ausüben konnte. Er war zu träge, um sich wie manche andere als Grand Seigneur an sich durchzusetzen und auf diese Weise das Spiel in die Hand zu bekommen. So blieb wohl nichts anderes übrig, als eine Stellung zu finden, für die seine Fähigkeiten hinreichten. Und der Vater tat, was er konnte, um diesen Schritt wenigstens etwas vorzubereiten. Er holte halb vergessene Beziehungen zu einflussreichen oder nützlichen Persönlichkeiten wieder hervor, machte Besuche und ließ mit stoischer Haltung Einladungen über sich ergehen. Dabei hatte er zum ersten Mal das Gefühl, dass er jetzt für die Zukunft seines Ältesten wirklich arbeitete und schaffte, wenn er sich leutselig und distanziert unter Menschen bewegte, die ihn im Grunde unsäglich langweilten. Erasmus ließ sich hier und da bewegen, ihn zu begleiten, den Einladungen aber wich er aus, wie er überhaupt zu allem Ja und Amen sagte, was man ihm vorschlug, sich jedoch mit innerem Schauder abwandte, sobald es ihm lästig wurde. Seine Lust zu geselligem Verkehr war in diesem Winter sehr eingeschlafen, und der Vater bemühte sich vergebens, sie wieder zu beleben. So wurden aus einer Woche zwei, und dann verging auch noch die dritte, bis der alte Baron sich entschloss, allmählich wieder abzureisen. »Ich habe mich sehr wohl gefühlt als dein Gast«, sagte er an einem der letzten Abende. »Deine Bekannten sind reizende Leute, euer Interieur sehr gemütlich. Ich muss hinzufügen, es peinigt mich geradezu, dass du es aufgeben sollst. Es ließen sich doch vielleicht noch Mittel und Wege finden.« Sie saßen zusammen im Hotel auf demselben Platz in der Halle wie am Ankunftstage, dem Spiegel gegenüber, der das Bild Vater und Sohn gleichgültig wiedergab, so oft man es ihm vorführte. Beide waren zum Ausgehen gerüstet, den Hut auf dem Kopf und den Überzieher geöffnet, da es hier drinnen reichlich warm war. Man machte eine Pause zwischen verschiedenen Unternehmungen, hatte nach angekommenen Briefen gefragt und einen Cognac getrunken. »Dein Optimismus, Papa, vermöchte noch eine Welt aus den Angeln zu heben. Wozu doch nicht einmal wir Jüngeren mehr die Schneid haben? Ich selbst am allerwenigsten.« »Das ist kein Optimismus, sondern nur nüchterne Berechnungen. Aber leider liegen dir ja auch die allzu fern, als dass man irgendwelche Hoffnungen darauf gründen könnte.« »Bitte, werde nicht aggressiv. Du darfst nicht Eigenschaften von mir erwarten, die sonst bei niemanden in unserer Familie nachzuweisen sind. Was sollte ich denn nach deiner Meinung für Berechnungen anstellen, um mein Interieur zu retten?« Der Senior drehte mit vielsagender Geste seinen Ehering vom Finger und steckte ihn dann wieder an. »Da läge das Heil für dich. Am ersten Abend schon hatte ich rein instinktiv diesen Gedanken, als du mir nur zufällig den Namen nanntest. Und nachdem ich diese ungewöhnlich sympathische Frau näher kennengelernt habe, die doch zumindest eine freundschaftliche Neigung für dich fühlt, und du ebenfalls für sie, will es mir nicht aus dem Sinn, dass hier dein Glück zu finden wäre. Ganz abgesehen von der materiellen Seite der Sache. Vielleicht kein romantisches, überschwängliches Glück, aber das, was eigentlich besser und brauchbarer ist. Du weißt schon, was ich meine.« »Ja, das weiß ich. Aber du zwingst mich beständig zu respektlosen Äußerungen. Auf deinen Ehering darfst du nun schon gar nicht hinweisen, wenn du mich in diese Richtung beeinflussen willst, weder auf den ersten noch auf den zweiten.« Es war das erste Mal, dass Erasmus diesen Punkt direkt berührte.
und auf seine Bemerkung entstand eine plötzliche Stille zwischen ihnen. Das Gesicht des Vaters war undurchdringlich, und er dachte an seine beiden Frauen. Erasmus' tropische Mama, die er aus unvernünftiger Leidenschaft geheiratet und solange sie lebte mit Juwelen und Kostbarkeiten behängt hatte wie ein heidnisches Götterbild. Den Gefühlsluxus durfte er sich immerhin leisten, der andere ging damals schon über seine Verhältnisse. Er ertappte sich bei wunderlichen Gefühlsregungen, vielleicht weil er Erasmus jetzt täglich um sich hatte und dieser stark an sie erinnerte. Er hatte dieselben stumpfschwarzen Augen mit schweren Lidern. Wenn sie noch lebte, säße sie jetzt wohl hier zwischen ihnen, heiter und indolent, und scherzte mit ihrem großen Sohn. Es war hübsch und melancholisch, sich das auszumalen. Aber das Familienbild hatte sich verschoben, jetzt war die andere da, und auch hier hatte die Berechnung keine Rolle gespielt. Im Gegenteil, man war sehr verliebt ineinander gewesen. Sie war bedeutend jünger als er, und wenn sie auch nicht wie die andere beständig auf einem Ruhebett lag und sich mit Geschmeiden behängen ließ, so machte sie doch ihre Ansprüche, und die beiden Kinder, für die so vieles zu geschehen hatte, schienen ihm manchmal wie eine etwas überflüssige Zugabe. »Überhaupt«, sagte jetzt Erasmus, »die Käthe ist doch kein Tauschobjekt wie eine Perlenkette, um die man unter Indianern schachert. Ich schlage Burmann vor, er soll sie heiraten. Du mir, ich soll sie heiraten, und wärest du noch Witwe, so würde ich sie dir wiederum anbieten.« »Sehr richtig.« Die Antwort klang etwas zerstreut, der Baron kehrte erst allmählich wieder von seiner Gedankenwanderung zurück. »Nein, gewiss, Frau Käthe ist keine Perlenkette, um die man Schacher treibt, sondern eine sehr anmutige Frau, und mehr als das. Wovon ich aber eigentlich sprechen wollte, das war etwas anderes. Die ganze Atmosphäre, in der ihr lebt. Aber wir sind zu weit abgeschweift.« »Es ist Zeit, dass wir gehen, Papa. Das Theater fängt um 8:30 an, und Käthe liebt es gar nicht, wenn man sie warten lässt.« »Schön, gehen wir.« Sie standen auf, verließen das Hotel und gingen über einen weiten, erleuchteten Platz dem Theater zu. Man fröstelte nach dem Stillsitzen im warmen Raum. »Nachher«, sagte der Vater und schlug den Kragen in die Höhe, »nachher habe ich eine Verabredung mit dem Kommerzienrat Schönlang. Kommst du mit?« »Nein, Gott soll mich schützen. Ich habe ihm meinen Besuch gemacht und das genügt vorläufig. Wir gehen in die Bar Rouge. Wenn es dir Spaß macht, kannst du ja später nachkommen.« »Gerade dieser Mann könnte dir sehr nützlich sein, wenn du seinen Kreis etwas kultivieren wolltest. Ich schwärme gewiss nicht für Finanzkreise, aber...« Er unterdrückte die Begründung. Man konnte doch nicht bei jedem Gespräch wieder auf den wunden Punkt zurückkommen. Man ging ins Theater. Schönlang ist noch keiner von den Schlimmsten. Er ist belesen, gebildet, gereist, man unterhält sich nicht schlecht mit ihm. Auch im Hause, ich war einmal zum 5 o'clock da. Es gab eine ganz angeregte Unterhaltung und ein gutes Niveau. »Mag sein, Papa. Ich habe eine Privatantipathie gegen den Mann. Schon, weil er unsere kleine Hedi sekiert.« »Wer ist das nun wieder?« sagte der Vater nachdenklich und resigniert. »Ja, die Hedi, die Käthe. Das war's, worüber ich vorhin sprechen wollte. Immer nur Vornamen. Wenn man euch zuhört, kennt man sich nie aus, um was es da sich eigentlich handelt. Das hat so einen Anstrich von Künstlerleben. Künstlerleben mag sehr nett sein, aber es taugt nicht, wenn man sich eine Position zu machen hat. Wenn ich an meine eigene Jugend zurückdenke, was man mit Vornamen nannte, das gehörte auf ein ganz anderes Blatt. Damit wäre man wohl auch in die Bar gegangen, mit einer Dame gewiss nicht. Ich will deshalb gar nichts auf euren Ton sagen, ich finde an eurem Ton gar nichts auszusetzen, er ist weder lax noch zweideutig. Ich sehe höchstens, wie soll ich sagen, einen Hang zum Gehenlassen darin, eine nicht ganz unbedenkliche Bequemlichkeit. Ihr tut eben, was euch Spaß macht. Gott, was haben wir dagegen uns als junge Offiziere anstrengen müssen, um das immer auseinanderzuhalten, die Nächte durchgebummelt und dann wieder frisch sein, um den Damen der Gesellschaft den Hof zu machen.« Er gähnte leise und diskret und gab sich einen leisen Ruck, während sie die Stufen zum Theatergebäude hinaufstiegen und durch den menschenleeren Korridor zur Garderobe gingen. Die Vorstellung hatte schon angefangen, und Käthe erwartete sie in der Loge.
munter und etwas ungnädig. Das Stück war langweilig, und man bekümmerte sich nicht viel darum, was da auf der Bühne getan wurde. Erasmus entschuldigte sich oberflächlich, dass er nicht besser gewählt habe. Im Grunde fühlte er sich nur verpflichtet, den Papa auch einmal ins Theater zu führen, und es war ja schließlich dasselbe, ob man hier saß oder in einem Restaurant. Man sah Leute und Toiletten, und dann ging man wieder fort. Er rückte etwas abseits und nahm das Publikum mit dem Opernglas durch, wie ein in sich versunkener Gelehrter den Sternenhimmel absucht. Käthe warf hin und wieder einen Blick auf ihn und dachte, er sucht Lucy. Sie war beinahe eifersüchtig, wenn er allein suchte, und fühlte eine Art Heimweh nach der ersten Zeit ihrer gemeinsamen Unternehmungen. Das war alles durch den Besuch des Vaters ins Stocken geraten und abgeschwächt worden. Nach einer Weile gab Erasmus es auf, legte das Glas fort und schaute mit aufgestützten Armen vor sich hin, über die Brüstung oder nach der Bühne und hörte dem Gespräch der anderen zu. Der Vater war ganz auf der Höhe, charmierte mit Käthe und plauderte alles Mögliche. Er strengt sich an wie in seiner Jugend, dachte Erasmus, aber man merkt es nicht. Das geht so ganz wie von selbst. Jetzt erzählt er von früheren Bekannten, die er ganz unvermutet wieder getroffen, nachmittags im Café, in demselben Café, wo sie schon vor 10 Jahren ihren Schwarzen tranken. Alle drei sind Junggesellen geblieben, erzählte Baron Henning, und seine Stimme war genau auf die Tonlage eingestellt, die eine Unterhaltung im Theater erfordert. Es klang fast, als vertrauten er und Käthe einander Geheimnisse an. Alte Junggesellen? Sie müssen wohl um 40 herum sein, also bedeutend jünger als ich. Käuze? Fragte dann Käthe, als ob man von amüsanten Haustieren spräche. Ich habe ein großes Faible für Käuze, und sie werden immer seltener. Ja und nein, sie haben wohl ihre Schrullen, sind aber sorgfältig auf alle Äußerlichkeiten bedacht. Sie pflegen die Geselligkeit in jeder Form, sind beständig eingeladen zu Tees, Abend- und Mittagsgesellschaften, Ruth-, Frühstücks- und dergleichen mehr. Ein bisschen moderner Tick. Im Café sitzen sie dann zusammen und sprechen von Lebensharmonie. Ich, Frau Käthe, bin ja leider zu wenig modern und beherrsche diesen Jargon nicht besonders. Man sprach wohl früher über dieselben Sachen, aber man drückte sich anders aus. Nur das Resultat war natürlich ganz das gleiche. Käthe erwiderte etwas, das man nicht verstand. Außerdem sind sie Gourmands, richtige, echte Gourmands, und betreiben das wie eine edle Passion. Mit der Feierlichkeit einer Gerichtskommission begutachten sie die Küche der verschiedenen Häuser, wo sie verkehren, und sind deshalb natürlich bei den Hausfrauen etwas gefürchtet. Ich finde ihre Käuze gar nicht übel. Üben sie sonst noch einen bürgerlichen Beruf aus? Nein, sie sind alle drei wohl situiert, haben nur Interessen und dieses oder jenes Steckenpferd, zum Beispiel ein warmes Herz für die Jugend, die sie gerne in ihrem Sinne, nämlich in dem einer harmonischen Lebensführung, beeinflussen möchten. Und Sie, Baron, sitzen daneben und mokieren sich im Stillen? Ja, ich mokiere mich vielleicht. Ich glaube, dass man nicht so niemand wirklich beeinflussen kann, vor allem keine jungen Menschen. Das besorgt alles das Leben selbst. Meinst du mich, Papa? Fragte Erasmus mit apathischer, wie aus der Ferne herüberklingender Stimme. Er hatte sich bis dahin sozusagen unsichtbar gemacht, und der Vater wandte sich fast erstaunt nach ihm um und ging über seine Zwischenfrage hinweg. Du kennst ja die Herren, von denen wir sprechen. Augustin sagte mir, dass ihr euch öfters in Gesellschaft getroffen. Ja, natürlich kenne ich sie. Und sicher sind sie schon damit beschäftigt, beim schwarzen Kaffee auch mein Schicksal zu stilisieren, falls sie über die dunklen Geschicke unseres Hauses unterrichtet sind. Ich will sie doch einmal wieder aufsuchen und verspreche mir mehr von ihnen als von deinen Kommerzienräten. Momentan stilisieren sie das Schicksal einer talentvollen und unbemittelten Nichte, die auf die Malerei versessen ist. Vielleicht ist das Lucy. Ach nein, Lucy wird doch, so Gott will, keine Malerin sein. Der Vater machte eine unschuldige Bewegung. »Haben Sie denn gar nichts für Lucy übrig?« fragte Käthe. »Unseren Traum? Unser Phantom?« »Unseren Spleen«,
ergänzte Erasmus und sah nach der Bühne, wo jetzt der Vorhang fiel. Die Darsteller wurden gerufen, zweimal, dreimal, und machten ihre Verneigungen mit beglücktem Lächeln. Ende von Teil 5.